fordern hier und heute zuallererst ein Ende der Gewalt gegen Frauensternchen. Feminizide müssen benannt und sichtbar gemacht werden. Der Schutz vor Gewalt ist ein Menschenrecht, das es zu erkämpfen gilt. Wenige und schlecht verteilte Ressourcen werden uns nicht daran hindern, die Auswirkungen der Gewalt in ihrer Struktur zu bekämpfen. Heute ist der 25. November, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauensternchen. Und wir haben uns zu einer Kundgebung in Bonnheim versammelt. Damit wollen wir sichtbar machen, dass Gewalt gegen Frauensternchen immer noch ein großes Problem ist, das weltweit ist, dass auch ganz unterschiedliche Formen von Gewalt gegen Frauensternchen ausgeübt werden. Das von physischer Gewalt über psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt und eben dann so die Spitze des Eisberges Feminizide, also Morde an Frauensternchen, weil sie Frauensternchen sind. In Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Frau zu töten. Jeden dritten Tag gelingt es den Gewalttätern. Das sind so die aktuellen Daten, die wir haben, aber das ist natürlich immer super schwierig mit so Statistiken, weil das eben nicht offiziell erfasst wird. Das heißt, dass zum Beispiel Sexarbeiterinnen da meistens nicht drin vorkommen, dass da auch Mädchen nicht drin vorkommen und Transfrauen. In vielen Ländern müssen Frauen innerhalb der Familie nach islamischem Recht mit Steinigung oder Mord rechnen, wenn sie vergewaltigt wurden. Ich bin mit einer iranischen Frauengruppe hier. Iranische Gesetz, die Männer, die ihre Frauen umbringen oder Väter und Brüder, die ihre Schwester und Töchter umbringen, die müssen nicht durch Gesetz verfolgt werden. Gewalt ist das Mittel der Unterdrückung und das ist es, was viele Kämpfe eint und weit über queerfeministische und feministische Anliegen hinausgeht. Denn es ist der Antifeminismus und Frauenhass, es ist die Gewalt gegen Homo- und Bisexuelle, gegen Trans- und Interpersonen, gegen all jene, die sich dagegen wehren, sich in ein Geschlechtersystem bestehend aus Männern und Frauen pressen zu lassen. Und das ist immer noch einfach in den unterschiedlichen Strukturen, sei es in den Medien, sei es im Staat, sei es in der Bildung oder auch einfach im sozialen Miteinander, halt immer noch dieses Bild gibt, dass Frauen Sternchen Männern gehören und dass das dann eben Gewalt legitimiert. Und so ja auch zum Beispiel Feminizide hauptsächlich passieren, wenn Frauen Sternchen sich irgendwie auflehnen, dagegen als Objekt betrachtet zu werden oder sich trennen und dann dafür sozusagen bestraft werden. Wer ein einzelner Körper die Gewalt erlebt, ist individuell. Aber das und welche Gewalt ausgeübt wird, geht über die einzelnen Personen hinaus. Denn was sich in einzelnen Gewalthandlungen ausdrückt, ist individualisierter Ausdruck struktureller Gewalt, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Wie wir gerade schon gehört haben, gehen wir jetzt gemeinsam zu dem Ort vor dem Rewe hier in der Heidestraße, an dem vor einige Wochen eine Frau von ihrem Ex-Partner ermordet wurde. Dieser Ort steht für uns stellvertretend für all die Orte, an denen Frauensternchen Gewalt angetan wird und an denen wir heute nicht sein können. Was uns wichtig ist, ist der rassistischen Vereinnahmung des Themas was entgegenzusetzen, weil derzeit immer wieder es passiert, dass gerade Morde an Frauensternchen dazu verwendet werden, rassistische Aussagen zu treffen und so zu tun, als wären alle Täter irgendwie jetzt von außerhalb von Deutschland, wären EinwanderInnen, wie auch immer. Jedenfalls nicht die normalen Deutschen, sondern immer nur über dieses Problem zu reden, wenn es eben Menschen sind, denen man irgendwie einen Migrationshintergrund zuschreiben kann. Und uns ist es wichtig, gegen diese rassistische Vereinnahmung uns stark zu machen und zu sagen, dass es ein allgemeines gesellschaftliches Problem ist und dass die Täter in allen Gesellschaftsschichten sind, völlig unabhängig von ihrer Herkunft. Ein Ende des Patriarchats würde für mich auf jeden Fall auch heißen, dass es ein anderes Wirtschaftssystem gibt, dass wir Rassismus und Kolonialismus auch gleichermaßen bekämpfen müssen und dass es eben eine Gesellschaft ist, in der wir alle gleich und frei sind und uns solidarisch zeigen. Frauen müssen weltweit sich organisieren und Solidarität miteinander haben. Ich bin auch sehr aktiv für Frauen im Rojava, also Frauenrevolution, die im Rojava ist. Das finde ich sehr wichtig, dass wir alle Frauen zusammenhalten und gegen diese patriarchale Welt uns durchzusetzen. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben.